Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Aurel Original. Sorry, ich bin ein kleines bisschen spät. Das Ding ist, ich bin mit der Deutschen Bahn gekommen und ihr kennt es alle, ne? Würde man normalerweise sagen, wenn man eine Sendung über die Deutsche Bahn macht. Aber ich bin nicht mit der Deutschen Bahn gekommen. Ich bin zu Fuß gekommen, ganz ehrlich, ich wohne hinterm Studio. Ich bin einfach hier ein bisschen lang getrödelt und deshalb bin ich spät. Und außerdem, wenn ich eine Sendung über die Deutsche Bahn mache, dann gibt es hier keine 20 Minuten Bahnbashing. Weil das zwischen mir und der Deutschen Bahn, das ist eine fucking Love Story. Choo-choo! Hallo? Ganz kurz. Also euer Gejammer, das kann ich nicht mehr ertragen. Die Bahn und ich, wir lieben uns. Hier, guck mal. Wir haben uns sogar ein geschmackvolles Partner-Tattoo stechen lassen. Ja, geil. Ja. Und ich bin nicht der einzige Bahn-Fan. Wir leben in einem Land, das seit den 80ern ein Musical über eine Dampflok abfeiert. Das ist kein Witz. Davon handelt Starlight Express. Sie sind keine verfeindeten Familien, kein Kommentar auf soziale Ungleichheit. Einfach nur ein gutes, ehrliches Choo-Choo-Choo. Aber es ist kein Witz. Nichts ist besser, als sich einfach nur im ICE zurücklehnen. Dabei so ein True-Crime-Podcast auf den Ohren. Ach, das war aber rein wie Wahlgesänge. Ich liebe das. Und was noch besser ist, ne? Wenn man im Bordbistro sitzt und dann die DB-Mobil aufklappt. Mensch, das ist so ein geiles Magazin. Und dann sind da so Think-Pieces von so Leuten wie Jan-Josef Liefers drin. Einfach schlaue Köpfe, die da was zu sagen haben. Das ist wirklich, ich sag's wie es ist, das ist mein People-Magazin. Und letztes Jahr ist Trainspotting viral gegangen. Das hat nichts mit Drogen und Ewan McGregor zu tun, sondern das ist einfach nur das Beobachten von Zügen. Hey Community, ich bin jetzt hier am Schienennetz und warte auf den neuen ICE. Okay, mein Gott, ist ja was dran, ich gebe es zu. Die Bahn hat Probleme und das nicht erst seit dem 9-Euro-Ticket, das ja angeblich für das ganze Chaos verantwortlich war. Jetzt, wo der Pöbel fährt, geht alles den Bach runter. Und nicht etwa, weil die Öffis jahrzehntelang vernachlässigt und verschuldet wurden. Doch wie schon Black Female Jesus sagte, wer keine 29 Milliarden Schulden hat, der werfe den ersten Stein. Und ich check gar nicht, was die Bahn genau ist. Ist sie jetzt staatlich? Ist sie privat? Oder ist Deutschland am Ende nur eine große Bahn GmbH? Schauen wir uns das mal genauer an. Welcome back zu 100 Sekunden Expresswissen. Heute Evolution of Bahn. Es ist ein Wesen wie aus einer fremden Welt. Inspiration für Mythen und Legenden. Die Deutsche Bahn AG. Wie hat die Natur ein solches Geschöpf hervorgebracht? Vor langer Zeit existieren zwei Bahnquappen. Eine im Osten, eine im Westen. Sie sind noch ganz schwach und haben jede Menge Schulden. Mit der Wiedervereinigung kommt die Verschmelzung, die wir heute Bahnreform nennen. Aus zwei staatlichen Bahnen wird eine private. Eine Aktiengesellschaft. Die kleine AG musste aufgepäppelt werden. Also bleibt der Staat erstmal einziger Investor und zahlt die Schulden bequem mit Steuergeld ab. Ein staatlich-privater Hybridkonzern entstand. Evolution is messy. Dann heißt es sparen. Man baut das Schienennetz zurück und reduziert Personal. Dafür kauft die Bahnspitze fancy Tochterfirmen ein. Zum Beispiel einen Stromanbieter, eine Autovermietung, ein Logistikunternehmen. Bringt dem Schienenverkehr alles nix, aber sieht sexy im Aktienportfolio aus. Doch unsere Meerjungbahn schafft es bis heute nicht, an Börsenland zu kriechen. Kein Wunder bei Finanzkrisen und anderen Katastrophen. Tja, und jetzt haben wir Evolutionssalat. Ein aufgeblasener Konzern mit vielen Unternehmensärmchen, viele davon nicht mal profitabel. Und da das mit dem Börsengang nicht funktioniert hat, müssen weiterhin die SteuerzahlerInnen die Bahn durchfüttern. Arme Meerjungbahn, teilprivatisiert und nirgends ein Zuhause. Statt Reformen immer mehr Tochterfirmen. Man hatte so viel mit dir vor. Mehr Schienenverkehr, mehr Steuerentlastung, mehr Effizienz, mehr Wettbewerb. Erreicht wurde davon nichts. Doch keine Angst, das Leben findet einen Weg. Und damit sind unsere 100 Sekunden auch wieder vorbei. Ja, die Bahn hat noch viel Arbeit vor sich. Und meine Friends sagen sogar, dass unsere Liebe toxisch ist. Aber ich muss ja auch zugeben, dass es mich manchmal frustriert. Ehrlich gesagt, habe ich sogar schon mal kurz drüber nachgedacht, ob ein Auto nicht vielleicht doch besser ist. Aber nein, ich werde jetzt hier nicht zum Bahnzyniker wie alle anderen. Ich möchte für unsere Beziehung kämpfen. Ich hole mir professionelle Hilfe. Herr Merz, setzen Sie sich doch. Viva-Ikone, Podcast-Koryphäe und Menschenkenner Nils Bokelberg. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist hier ein sicherer Raum. Sie können ganz frei sprechen. Am besten in dieses Podcast-Mikrofon. Okay. Also, das ist diese Deutsche Bahn. Ich liebe sie so sehr. Aber
Ich verstehe sie nicht. Manchmal tun Menschen Dinge, die wir nicht verstehen. Sie ist ein Großkonzern. Ja, gut, aber ein Konzern ist ja auch nur eine Gruppe von vielen Menschen, oder? Aber ich habe neulich gelesen, dass nur 20% der ICEs voll funktionsfähig sind, weil zu wenig Personal für die Wartung da ist. Und das bisschen Personal, das da ist, ist komplett überarbeitet und wird vom Konzern überhaupt nicht appreciated. Und wenn man sich darüber beschwert, dann heißt es seit Jahrzehnten nur sparen, sparen, sparen. Und der ganz ruhig, Herr Merz. So ist gut. Alles, was Sie fühlen, ist vollkommen legitim. Ja, aber es gibt seit Jahren immer mehr Schienenverkehr und trotzdem wird das Netz zurückgebaut. Also ganz ehrlich, da fühle ich mich komplett verarscht. Ich glaube, das ist Gaslighting, ganz ehrlich. Ja, es ist sehr verständlich, dass Sie das so sehen. Was macht das mit Ihnen? Also, ehrlich gesagt, es macht mich wütend. Die Bahnhöfe, Weichen und Schienen verlottern komplett. Und ich frage mich, ob die Bahn mich so liebt, wie ich sie liebe. Herr Merz, Sie können nicht kontrollieren, was die Deutsche Bahn tut. Aber Sie können kontrollieren, wie Sie damit umgehen. Seien Sie nachgiebig, seien Sie verständnisvoll. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Aber wie war die Ikone, Podcast-Koryphäe und Menschenkenner Nils Bokelberg? Was, wenn die Bahn gar nicht an sich arbeiten möchte? Oh, böses Ührchen. Leider, leider, leider ist unsere heutige Stunde wieder vorbei. Das tut mir sehr leid. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Warte mal ganz kurz, ernsthaft? Sind Sie überhaupt Psychologe? Okay, alles klar. Gut. Ja, gut. Ich soll nachgiebig und verständnisvoll sein. Focus on the positive. Das kann ich. Ich meine, das ist ja nicht so, dass die Bahn nichts für uns tut. Wir haben dieses mega geile 9-Euro-Ticket bekommen. Ja, wisst ihr noch? Da ist den Syltern glatt die Rolex hier so im Schuh stecken geblieben oder was auch immer reiche Leute machen. Ich habe keine Ahnung. Außerdem wurden 43 neue ICEs bestellt. Die kommen Ende 2022 und heißen ICE 3 Neo und werden super digital und super modern. Wie alles, was Neo heißt und nicht den ganzen Tag Bares für Rares zeigt. Da sollen andere europäische Länder erstmal mithalten. Okay, sie tun sie. Also Italien zum Beispiel. Da hat die Bahn private Konkurrenz im Fernverkehr. Deshalb kann man ein Ticket von Rom nach Mailand für gerade mal 11,90 Euro bekommen. In Italien und in Frankreich macht der Zug sogar den Fluggesellschaften Konkurrenz, weil er halt günstig und schnell ist. Aber Mann ey, Deutsche Bahn. Es ist nicht einfach, sich bei dir auf das Positive zu konzentrieren. Dabei habe ich doch so viel in unsere Beziehung investiert. Als ein Homie, Lover, Fuckboy. Und vor allem als dein Steuerzahler. Wo ist unser ganzes Geld hin? Auf dem Konto des ausgebrannten Zugpersonals sicher nicht. Es ist für alle Beteiligten nicht leicht. So eine Fernfahrt im ICE kann mittlerweile schnell zu einem postapokalyptischen Albtraum werden. So Leute, der Zug ist da. Mein ICE-Reisebericht beginnt. Let's go! Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Eiergekochte Eier. Ein Ei nur 35 Cent. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Bitte begeben Sie sich auf Ihren Platz. Es muss alles seine Ordnung haben. What the fuck? Entschuldigung. Ich suche Sitzplatz 12. Bin ich da hier richtig? Muss Bahnfahren so kompliziert sein? Es hat alles eine Ordnung. Sie wollen uns verrückt machen, damit wir uns gegenseitig zerfleischen und nicht gegen die vorne in der Bahn rebellieren. An die kommt keiner ran. Hab ich selbst probiert, als ich noch jung und naiv war. Wie lange sind Sie denn schon hier? Seit 2 Stunden. Was ist eigentlich mit Ihrem Bein passiert? Erfrierung. Bin direkt neben der Klimaanlage eingeschlafen. Egal. Ein Körperteil weniger, das schwitzt. Wenn im Sommer die Klima kaputt ist und hier 50 Grad herrschen. So können die uns doch nicht behandeln. Ich meine, wir sind immer noch Menschen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Nutzung der Bordtoiletten ist auf eigene Gefahr. Das bringt doch nichts. Warum nimmst du denn nicht einen netten Stehplatz beim Eiermann und lebst einfach dein Leben? Weil ich reserviert habe. Und zwar genau da. Entschuldigen Sie, das ist mein Platz. Unwahrscheinlich, weil ich habe den reserviert.
Schauen Sie lieber noch mal nach. Muss ich nicht. Wahrscheinlich Doppelbuchung. Der Zug ist überfüllt. Passiert ständig. Dann zeigen Sie mir doch Ihr Ticket. Ich sitze schon richtig. Da war ich wohl schneller. Dann zeigen Sie mir doch Ihr Ticket. Zeigen Sie mir Ihr Ticket! Gute Fahrt. Dann bleiben uns nur die unbeliebten Plätze. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Momentan haben wir leider eine Verzögerung von 291 Minuten. Wir bitten dies zu entschuldigen. Was ist das? Es ist wunderschön. Die erste Klasse. Aber die ist nichts für Menschen wie uns. Warum? Der Zug ist komplett überbucht. Die sollen uns da reinlassen. Auch wir haben ein Recht auf Komfort und kostenloses WLAN. Hey, wenn die Fahrt schon so langsam und teuer ist. Hey, lass mich. Hey, Krückmann, warum arbeitest du für die? Weil die Ordnung eingehalten werden muss. Wenn ich das gucke, kriege ich direkt einen Flashback zu meinem letzten Ride nach Stuttgart. Das hat sogar 2 Tage gedauert, wegen Weichenstörung. Ja, das ist das Coronavirus meiner Generation. Also neben dem richtigen Coronavirus, das ist irgendwie auch Teil meiner Generation. Es gibt aber noch ein anderes Hühnchen, das ich mit der Deutschen Bahn AG zu rupfen habe. Die kuschelt nämlich ganz gerne mit der Bundesregierung. Und das hat auch Transparency International schon bemerkt. Das Problem, Abgeordnete werden direkt vom Kabinett in den Bahnvorstand berufen und sitzen dann also auf beiden Positionen. Sie sind dann gleichzeitig GeldgeberInnen und GeldnehmerInnen. Also auf ein Love Triangle hatten wir uns hier eigentlich nicht geeinigt. Das ist ja wie Bumble in Berlin. Die heißen Affären von Bahn und Politik ziehen sich durch die ganze Geschichte der AG. Also let's take a look auf unsere Tinder-Swindler. Eigentlich wollte ich ja schon ewig alle Dating-Apps löschen, aber ich bin einsam. Hello darkness, my old friend. So, jetzt noch ein sexy Profilbild und los geht's. Hey, yo, wow, 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 who this? Hartmut Medorn, bis 2009 Vorstandschef der DB AG. What? Fast 3 Millionen Euro Gehalt als Bahnvorstand? Boah, das ist ja meine Chance, noch Sugar Baby zu werden. Let's go, Daddy. Der ist ja geil. Also unser Lokomotivführer Hartmut mit Herz und einem Namen aus Stahl wurde 1999 tatsächlich eingesetzt, um die Bahn AG endlich auf den Aktienmarkt zu schmeißen. Das ist der Typ, der eine Menge von diesen Tochtergesellschaften verzapft hat. Zum Beispiel das Logistikunternehmen DB Schenker. Tatsächlich so ein bisschen die Kylie Jenner der Bahn-Kardashian-Familie. Ist ein richtiger Moneymaker. Okay, also bei den Kardashians ist eigentlich jeder ein Moneymaker. Außer Rob. Ja, blöd nur, dass Schenker nur auf der Straße und in der Luft operiert. Alle Gewinne im Ausland macht und auch dort wieder investiert. Lel. Und der ganze Hessel nur für Investoren, die dann nie kamen, weil es mit dem Börsengang auch nicht hingehauen hat. Tja, naja. Back to Bahn King Medorn hier. Meine Güte, Hartmut. My interests are Schienen und Bahnhöfe zurückbauen, obwohl wir schon zu wenig davon haben. Na gut. Risky, I like. Fact about me that surprises people. Ich bin der Typ von Stuttgart 21 und dem BR. Milliarden Steuergelder versenken liegt mir einfach. Not now. Okay, mal gucken, was er hier so kann. Hello World, ich bin ehemaliger Kanzleramtschef und Merkel-Liebling. Mhm. Ab 2015 dann direkt von dort in den Bahnvorstand gewechselt. Gab auch mehr Cash. Zwinker Smiley. Nice. 2017 sogar Infrastrukturchef geworden. Und das alles ohne Vorkenntnisse. I like this, I really like this. This sounds hot. Aber soweit erstmal von mir. Was ist deine verrückteste Lobbygeschichte? Bin gespannt, dich kennenzulernen. Hab dich ganz doll lieb. Ronald Pofalla. Ne. Hey, der ist es. My love language ist gesetzliche Regulierungen schwächen. Ah, das macht Sinn.
Weil der Ronald hat zum Beispiel gegen das Bahnregulierungsgesetz ordentlich Welle gemacht. Eigentlich sollte damit mal ein bisschen Konkurrenz auf die Schiene gebracht und die Bahn, wie es so schön heißt, reguliert werden. Aber Pofalla hat dann seinen Kontakt ins Kanzleramt genutzt, um das Gesetz zu verwässern und umschreiben zu lassen. Nee, ich glaube, das ist kein Boyfriend-Material. Man kann nicht immer nur nach dem Aussehen gehen. Da habe ich meine Lektion auch gelernt in den letzten Jahren, da bin ich ganz ehrlich. Okay, was ist das denn? Ein Gruppenbild. Okay, und wer von denen ist jetzt gemeint? Wisst ihr was? Wahrscheinlich alle. Denn sie haben sich alle einen Scheiß für den Schienenverkehr interessiert. Und da ist der Tiefensee noch nicht mal mit dabei. Wenn deutsche Verkehrsminister sich nicht komplett der Arbeitsverweigerung hingeben, kontrollieren sie eigentlich einen Teil der Bahnausgaben. Ja, da muss ich mal kurz ausholen. Guter Wein. Der Staat, also wir, pumpen ja ständig Kohle in den Konzern. Und deshalb muss die Bahn ihre Gewinne an uns zurückführen. Wir geben diese Gewinne dann wiederum zurück an die Bahn. Und nicht, weil wir so sweet sind, sondern weil wir der Bahn dann vorschreiben können, dass das Geld zum Beispiel für Schienenausbau genutzt werden muss. Nur hat die Bahn unter Aufsicht von Andi Scheuer 2 Jahre lang Gewinne einbehalten, ohne Konsequenzen. Upsi! Ach, der Andi Scheuer. Mensch, ich sehe hier es gerade. Der ist Sternzeichen Waage und Aszendent konfliktscheu und kann sich nie entscheiden. Aha. Ja. Übrigens auch unter Dobrindt und Ramsauer als Verkehrsminister wurden insgesamt 124 Millionen Euro, die für den Ausbau der Schiene gedacht waren, in Flughäfen und Straßen gesteckt. Meine Fresse. Scheint so ein bisschen, als würde sich niemand so richtig für die Bahn interessieren. Zumindest nicht für den Zugverkehr. Nicht mal die Verkehrsminister. Aber Geld schmeißen sie dem schrottigen Konzern nur zu gern hinterher. Genau wie übrigens in das teuerste Erdloch Deutschlands, Stuttgart 21. Ich bin in meine Heimat gefahren, Stuttgart, da wo ich geboren bin, und habe mal geguckt, wie es da eigentlich aussieht. Und was habe ich gefunden? Eine riesige Baustelle von der Deutschen Bahn. Schauen wir uns das mal an. Stuttgart 21, eines der ambitioniertesten Bauprojekte der Deutschen Bahn, hätte letztes Jahr fertiggestellt werden müssen. Naja, ja, da wo früher Sugar war, ist aber nur eine riesige Baustelle. Ich will jetzt mal rausfinden, was die Stuttgarter davon halten, wenn ich denn den Weg in diesen Bahnhof finde. Wenn ich Stuttgart finde. Abfahren die Nacht! Ja, was halten Sie denn von dem neuen Bahnhof Stuttgart 21? Also schön wird er. Aber es wird Zeit, dass er mal fertig wird. Und das Geilste ist, wenn deine ICE vielleicht eine Verspätung hat und du dann die geilen Umleitungen hier benutzen musst. What the fuck? Hektar besteht, Liebe vergeht. Ach Mensch, Überraschung. Baustelle. Für immer bin ich in diesem Tunnel gefangen. Ich werde den Stuttgarter Bahnhof nie verlassen können. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Finde ich spannender wie jeder Krimi. Also ich war tatsächlich für Stuttgart 21, nicht wissend, was das für ein Spektakel gibt. Ich bete für euch, meine Freunde, ich bete für euch. Ich bin jetzt hier seit irgendwie, keine Ahnung, hunderten von Metern unterwegs, um den Bahnhof mal zu verlassen, mal an der Basis nachfragen. Ist aber nicht. Gibt's mehr Kräne, als ich vorhin habe, sage ich ganz ehrlich. Mir reicht's, Stuttgart, was ist mit dir? Oh. 10 Milliarden Euro, wer soll das bezahlen? Ja, die nachfolgenden Generationen. Wir Älteren können es nicht mehr bezahlen. Also das sehe ich nicht so. Also dir gefällt's? Ich finde Stuttgart 21 das Richtige für Stuttgart, ja. Bisher finde ich alles an Stuttgart 21 ziemlich schlecht, weil es unsere komplette Stadt zerstört. Und ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ja, dauert noch eine Weile, ja. Ich habe heute viele verschiedene Stimmen zu Stuttgart 21 gehört. Ich habe aber auf jeden Fall das Gefühl, die Deutsche Bahn hat sich für dieses ambitionierte Bauprojekt die richtige Stadt ausgesucht, weil die schwäbische Gelassenheit, die setzt sich hier immer noch durch. Ich gehe jetzt zurück nach Berlin. Tschüssle, ciao, ade. Wir sehen uns im Stadtcafé. Wo ist mein Zug? Von Elbangen, Ankunft 16:39 Uhr. Heute auf Gleis 9. Ich als Bahnlover, Freund der Schiene, als Verfechter des Personenverkehrs, sexuell und nicht sexuell, und Optimist wider Willen, wage das Unaussprechliche auszusprechen. Ich glaube, die Bahn hat noch eine Chance.
Ich meine, was sage ich da? Die Bahn muss eine Chance haben. Denn es geht um so viel mehr als nur Mobilität. Es geht um Fairness und um Teilhabe. Und ganz nebenbei auch um die Bekämpfung der Erderwärmung, die uns alle in ein paar Jahren in zähes Beef Jerky verwandeln könnte. Viele von euch werden sich jetzt aber fragen, wie, Aurel? Aber wie? Ich habe dafür jahrelang recherchiert und bin zu folgender bahnbrechender Erkenntnis gekommen. Die Bahn muss sich um die Bahn kümmern. Ja. Ich weiß. Dankeschön. Also weg von Schenker, privaten Stromanbietern und Co., sondern mal alle Power auf die Schiene. Wenn wir die Verkehrswende wollen, muss die Bahn eine echte Alternative zum Auto werden. Das klappt nur, wenn die Bahn erstens dort hält, wo ich hin will, zweitens auch verlässlich ankommt und vor allem drittens ich fürs Ticket nicht meine Katze verpfänden muss. Die Preise im ÖPNV sind übrigens von 2000 bis 2018 um 79% gestiegen. Kosten für den Kauf und Unterhalt eines Autos dafür nur um 36%. Das neue Verkehrsministerium hat ganz schön was vor. Die haben zusammen mit der Bahn 13,6 Milliarden an Investitionen locker gemacht, die ins Schienennetz und Personal fließen sollen. Aber Money allein löst nicht die Probleme. Ich meine, die können aus den Fuffis ja kein Gleisbett aufschütten oder so. Dass die ganze Nummer mit Schenker nicht so mega schlau war, hat die Bahnspitze jetzt auch gemerkt und will sich glücklicherweise von dem LKW-Konzern verabschieden. Güter sollen mehr auf Schienen transportiert und tote Gleise reanimiert werden. Mit Betonung auf soll. Und als Cherry on the Cake will man auch mehr Wettbewerb auf der Schiene ermöglichen. Und danach kriegen wir einen Einhornstreichelzoo in der zweiten Klasse und Tim Raue wird Meisterschokolatier im Bordbistro. Naja, also vielleicht nicht. Aber der Ansturm aufs 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wir lieben die Bahn, wenn sie denn erschwinglich ist. Wenn sie jetzt noch zuverlässiger wird, hat sie zumindest mein Herz zurückerobert. Also besinnen wir uns doch mal auf unsere deutsche Bahnliebe. Und wie drücken wir unsere Bahnliebe aus? Mit Musicals. This is my audition tape für Starlight Express. Hit it! Es war das Lied ganz am Ende.